Und herzlich willkommen zurück. Es ist schon soweit, die nächste Folge. Mensch, es ist, wie es wäre, es gerade eben erst gewesen. Oh oh. Was ist denn mit dir los? Cheats! Gibt's hier eigentlich auch wieder Cheats und den Marvin-Mode? Würde mich mal interessieren. Falls das einer von euch weiß, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Also es ist ja eine andere Engine, dementsprechend hätten die das extra reinprogrammieren müssen. Aber das wäre natürlich ein Easter Egg, hätte ich gesagt. Findet ja auch eh nicht jeder raus. Nerv in der Gatling Gun. Ja, normalerweise schießt ihr nicht so schnell, genau. Ich hab gleich mein Level ab. Ich freue mich. Ich freue mich speziell auf dieses Level Up jetzt halt so sehr, weil jetzt ist es soweit. Ich habe es endlich geschafft. Der lange Weg bis zu dem, was ich skillen wollte, ist erreicht. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich es dann endlich geskillt und habe keine Pfeile mehr und keine Bolzen mehr. Das wäre traurig. Aber wir bewegen uns genau auf diesen Punkt aktuell zu. Ich glaube, ich habe länger nicht gespeichert. Da ist irgendwas. Das ist eine Pflanze. Noch eine Pflanze. Ah, wahrscheinlich, fällt mir gerade so ein, habe ich nie geguckt. Wo haben wir es denn? Hier, Elixier der sieben Winde. 30 Sekunden große Geschwindigkeit. Ja, dafür ist das Snapperkraut. Da könnte ich dann noch ein paar herstellen, wenn ich ein bisschen viel laufen muss, dann ist es nicht mehr nur die Rune, die mir diese Geschwindigkeit gibt. Was ist denn eigentlich mit dir los? Wieso bist denn du fern? Die anderen sind immer Fernkämpfer und du dachtest jetzt, ne, ich mach dich platt, Mensch. Und Level up! So, gib her die Scheiße. Und dann gehe ich jetzt ein bisschen auf Magie. Ich möchte dann eine Eiskugel. Anrichtet und Ziel für 8 Sekunden einfriert. Das möchte ich. Das sind wieder eine Menge Punkte. Präzision könnte ich eigentlich auch fertig machen. Ja gut. Ich werde jetzt eine Zeit lang meinen Fernkampfschaden nicht erhöhen. Aber wenn ich das hier habe, kann ich die Gegner festhalten.
Überlade diesen Zauber, indem du ihn maximal auflädst. Die überladene Variante dieses Zaubers wirft eine Eiskugel für 112 Mana, die 101 Schaden anrichtet und das Ziel für 15 Sekunden lang in einen undurchdringbaren Eisblock einfriert. Bin immer gespannt. Wie viel Schaden mache ich jetzt, wenn die Gegner mich nicht bemerken? Das dürfte jetzt eigentlich richtig viel sein. Ja. Das ist richtig viel. Soweit schieße ich dann doch nicht. Die Frage ist, was steht denn da nochmal genau? Attacken mich gegen unaufmerksame Gegner. Das heißt, den da hinten habe ich ja gerade aufmerksam gemacht, indem ich geschossen habe. Deswegen hat er da hingeguckt. Jetzt müsste er aber wieder unaufmerksam sein. Also es zählt nicht, wenn sie mich nur einfach nicht bemerken, sondern sie dürfen halt nicht aufpassen, was in ihrer Umgebung abgeht. Bye. Wird jetzt dauern, bis der resettet ist. Da haben wir noch mal so eine Wurzel, die ich für dieses Elixier der 7 Winde brauche. Ist das nicht das Elixier? Das ist 4 Winde. Der hieß 7 Winde, ne? Sieben, ja. Laufe ich dann damit sogar schneller als mit der Rune? Weil es sind ja 3 Winde mehr. Gegen einzelne Gegner ist das jetzt natürlich nice. Wenn sie allerdings in der Gruppe stehen, bringt es mir nicht ganz so viel. Außer sie stehen weit auseinander. Ah, da ist ein Schnepper. Schnepper. Ich hab den Schädel gerade noch gesehen. Wo ist er hin? Ah. Fuck. Jetzt sind sie nämlich aufmerksam. Jetzt warte ich. Jetzt nimmer. Müsst mal gucken, ob ich das jetzt... Ich kann so schleichen, kann ich mit... Ja, okay, ich kann aber nicht mehr schleichen, sobald ich schieße. Müsst mal gucken, ob ich das jetzt einfach immer mit Max-Range irgendwie mache. Dass mich halt wirklich niemand bemerkt. Selbst wenn ich jemanden abknalle und töte. Bei denen war jetzt aber wahrscheinlich auch das Problem, dass sie halt so nah aneinander stehen. Klar, dass sie es dann mitkriegen. Ich meine, ich hatte ja schon oft genug den Fall, dass sie es nicht mitgekriegt haben, wenn sie etwas weiter auseinander gestanden sind. Und trotzdem spare ich mir Pfeile. Hallo? Möchtest du jetzt bitte sterben? Okay. Was ist mit dir? Irgendwas stimmt mit den Viechern nicht. Ich
konnte denen keinen Headshot-Damage mehr zufügen. So, speichern. Noch ein altertümliches Relikt. Also davon habe ich jetzt schon 13. Fast die Hälfte. Ich habe jetzt in dem Gebiet schon 3 Stück gefunden. Oh. Hast du mich bemerkt? Ja. Okay, weißt du was? Nein. Ihr buggt. Hä? Ich bin nämlich abgeprallt, oder? Kann das sein, dass die nicht buggen, sondern dass die, wenn sie irgendwie angreifen, in dem Moment blocken oder so? Ich meine, bei Reptilien ist es ja eh oft so, dass die Haut so dick ist, dass man halt, ach fuck, nicht immer Schaden macht. Ah, mein Gott. Jetzt habe ich diesen Skill endlich und verhalte mich wie ein Idiot. Aua. Gibt's hier auch Feuerwarane? Okay, ich muss jetzt mal wieder das Schätzchen hier ausrüsten. Ich glaube, ich brauche jetzt Nahkampf-Damage. On the maxness. Ich glaube, euch muss ich nicht mal im Kopf treffen, oder? Doch. Doch, 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 muss ich. Hätte ich eigentlich irgendwann mal die Rezepte für Pfeile kaufen können und habe es bloß nicht bemerkt. Ich finde es komisch, dass ich diese Lurker-Bolzen herstellen kann, aber keine normalen Bolzen. Oder halt wenigstens die schweren Bolzen. Gut, aber ich habe das jetzt bisher auch nur für Bolzen bekommen, also Pfeile kann ich nicht verbessern zum jetzigen Zeitpunkt. Wobei, nein, stimmt nicht ganz. Feuerpfeile hätte ich schon lernen können. So much damage, wow. Hast du gedacht, hä? Diese Angriffe, bei denen sie im Boden sind, finde ich ein bisschen blöd. Das ist eine ganze Lurker-Familie. So, jetzt warte mal. Vielleicht kann ich die Lurker-Familie klatschen. Nein, kommen alle. Schade. Au. Au. Meine Güte. Das war ja richtig schlecht. Ich
hatte gerade gehofft, dass ich sogar sterbe am Ende, damit ich es nochmal machen kann. Das war richtig, richtig schlecht. Da wäre jetzt auch wieder ein guter Platz für ein Belial-Artefakt gewesen. Man braucht halt solche Plätze, die zwar in Anführungszeichen versteckt sind, aber trotzdem an Plätzen, an die man hingeht. Oder hingehen würde, wenn man etwas sucht. So rum. Also das sollte kein Zufall sein, dass du sie halt zufällig siehst. Das ist kacke. Bemerkt ihr mich? Nein. Also, nee, nee. Manchmal macht's keinen Sinn. Es tut mir leid. Das Ausweichen macht manchmal keinen Sinn. Ich mach's immer zum selben Zeitpunkt, aber das Spiel so, nee. Ich habe eine Karotte gegessen, glaube ich. Das war nicht meine Intention. Ich habe Torben sein Essen gegessen. Kann man da hoch? Ja, ich habe nur ein Schlückchen getrunken. Irgendwie sieht mir das eher nach dem Ausgang aus. Dass man von der anderen Seite reinkommt und das hier ist der Ausgang. Ah. Wallbrecher. Okay. Fernkampfkraftschaden. Vorhin sage ich's noch. Leute, wir haben eine neue Nahkampfwaffe. Wie schaut's hier aus? Hat die eine Spezialfähigkeit? Mächtige Geschicke mit dieser Waffe ausgewählt und verursachen statt dem Doppelten das Dreifache anscheinend. Ja gut, bringt mir nichts. Ich kann diese Angriffe nicht. Aber dass das ausgerechnet ein Hammer ist, passt jetzt nicht so ganz. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich freue mich. Och. Vielleicht sollte ich dann diese schweren Schläge doch mal lernen, ha? Okay. Boah. Da habe ich es jetzt drauf ankommen lassen, dann waren wir am Ende nicht mehr sicher, ob ich es noch schaffe. Ich würde mal sagen, da ist eine Sackgasse. Hallo? Oh, daran. Hat er mich bemerkt? Ja. Er macht natürlich weniger Schaden als der Boss. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber damit mache ich halt auch mehr Fernkampfschaden. Oh, Gold. Nice. Wenn ich jetzt noch Erz finde, dann kann ich. Und das andere Teil von der Armbrust, dann kann ich die herstellen. Weil besser als meine jetzige Waffe ist sie. Auch wenn die Stats, die drauf sind, ein wenig unsinnig sind. Denn wenn ich eine Fernkampfwaffe habe, dann möchte ich mit der Fernkampfwaffe kämpfen.
Irgendwie. Komisch. Naja, wenigstens sind die Höhlen hier nicht wie in Götterdämmerung. Also man findet ja tatsächlich was. Es lohnt sich immer in eine Höhle reinzugehen. Bisher. Da steht was davor. Ich kann den, glaube ich, nicht treffen. Deswegen entscheide ich mich für den. Ah, sie bemerken mich nicht. Hier kann ich's tun. Ah, sie sind jetzt aber auch aufmerksam. Das, wenn ich in den Schleichmodus wechsle. Nee, sie sind nicht aufmerksam, komischerweise. Sie haben nur die Waffe gezogen. Also sie sind in der Kampfstance. Jetzt sind sie. Och, da spare ich mir Pfeile, um sie dann danach trotzdem zu verschießen, weil ich ja Depp bin. Hm. Hey, 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 das war unfair. So spiele ich ja auch immer Fallout oder Skyrim oder Oblivion, dass ich halt einfach die Gegner töte, ohne dass sie von meiner Existenz wissen. Das klingt jetzt wahrscheinlich falsch, aber es ist befriedigend. Wasserkelch. Okay, das wollen bestimmt die Typen, die da in diesem Turm sind. Wahrscheinlich sind da Wassermagier und die wollen Wasserkelche. Wer kennt's nicht? Steht denn dran? Ein silberner Kelch, den du in einer Höhle westlich von Schwarzwasser gefunden hast. Oh. Hat der Sound gerade gespuckt. Das hat sich angehört, als wäre was hinter mir. Ich könnte natürlich Fernkampf auch erstmal fertig machen. Ich meine, ich kann ja schon slowen. Und bis hierhin brauche ich halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 oder 7 Level. Ah. Ist da noch einer? Ist hier einer? Hallo? Nein. Das ist anscheinend die Speisekammer. Stockfisch. Ist das wirklich ein Stockfisch oder ist der hier? Nein, okay, ist wirklich ein Stockfisch. Hier ist ein totes Huhn. Noch ein totes Huhn. Was sind das eigentlich für Monsterschweine, wenn die so groß sind? Okay, da geht's jetzt raus. Wie gesagt, ich glaube, ich bin falsch rum in die Höhle, aber... Naja, das entspricht ja auch gar nicht meiner Art. Normalerweise... Passiert mir sowas nicht, ne? Ganz bestimmt. Hallo, möchte looten. Danke. Sumpfkraut. Da vorne ist noch eine Höhle.
Gut, die Waffe macht natürlich mehr Flat Damage, glaube ich. Ich glaube, der Boss macht nicht so viel Flat Damage. Aber dafür hat es halt den Feuereffekt zusätzlich. Also dem Ausweichen ist echt schwachsinnig. Schauen wir mal ganz kurz, einfach was mich interessiert. Ja, gut. 5 wenige. Und der Boss gibt... Okay, keine Nahkampfkraft. Also das ist immerhin schon mal kein Unterschied. Treffer! Treffer! Wow. Blöd, Mann. I like this Fernkampfschaden. It makes damage. Und Damage ist immer besser als Schaden. Oh, ich dachte gerade, da ist jetzt tatsächlich eine Spinne auf dem Boden. Das sah gerade aus, als würden 8 Beine rumzappeln, aber... Dann war es tatsächlich nur dieses Pflänzchen. Getroffen. Jetzt habe ich getroffen, aber das Viech war aufmerksam, wegen meinem ersten Schuss wahrscheinlich. Okay. Hätte eher sein können, dass er das andere Teil der Armbrust ist. Vielleicht dauert das auch noch ein bisschen. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal ein bisschen brauchen, bis ich an Erz komme. Maybe. Was sich halt bei der Waffe lohnen würde, ist, wenn ich diesen schweren Schlag jetzt lerne. Weil wenn der dreifachen Schaden macht bei dem Ding hier, das wäre natürlich was. Was bräuchte ich denn, um den zu lernen? 1, 2, 4 Level. Ach komm. Der da hinten hat mich auch bemerkt. Ja gut, dann ist wurscht. Ist auch gut, dass die Schlaggeräusche klingen, das würde ich auf Eisen hauen. Okay, ich wollte ja eigentlich nicht hochklettern. Ich wollte eigentlich nur diese Drosselwurzel, die da liegt. Aber die darf ich nicht haben, oder? Nee. Hallo? Darf ich die hier? Nein, darf ich auch nicht haben. Dann halt nett. Doofes Spiel. Hallo? Ah, da ist glaube ich ein... Ist da ein... Sehe ich? Ist das ein Baran? Ich glaube ja. Ja. Jetzt fängt das schon wieder an. Bei denen verstehe ich manchmal nicht, wieso ich keinen Schaden mache. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass die halt irgendeinen Angriff haben, bei dem die gleichzeitig blocken. So.
Sind das... Nee, das sind Stalagniten, oder? Dachte gerade, da stehen Goblins. Ich habe heute einen Knick in der Optik. Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid. Vielleicht habe ich das Gefühl, verfolgt zu werden. Haha! Okay, doch keiner da. Ach komm! Mir gehen echt die Pfeile aus, glaube ich. Auf wo warst du denn aufmerksam jetzt, hä? Ich habe das Gefühl, wenn wir denen direkt ins Maul schießt, kriegen die keinen Damage. Das ist es, glaube ich. Wie viele Pfeile habe ich noch? Nahkampf ist angesagt, Leute. Hat wer Bock auf Nahkampf? Ich schon. Ich rüste mal kurz eine geile Nahkampfwaffe aus. Auf geht's. Dings hätte eigentlich zu mir gepasst. Das Meisterschwert. Ich meine, es gibt zwar mit Magiekraft, aber dieser Effekt, dass die Kombinationen mehr Damage machen, ist halt nice. Warte mal. Ah, das ist Ausfallattacke. Ich habe mich gerade gewundert, was ist denn das Erste, was ich ganz oben lerne. Ja, macht Sinn. Gefällt es mir nicht, dass ich hier runterspringen muss. Großes Höhlensystem. Ja, da ist noch was. Manchmal sieht man die gar nicht so gut. Okay. Mal schauen, ob ich hier noch auf irgendwas Größeres treffe. Vielleicht sogar sowas wie Drachensnapper. Das wäre cool. Mors Mortis. Eine Belia-geweihte Henkersaxt, wie sie in den Sumpf geraten ist, wissen nur die Toten. Ein Hieb mit dieser Axt hat eine Wahrscheinlichkeit von 20%, den Gegner für 2 Sekunden mit Blitzen zu lähmen, die 90 zusätzlichen Schaden verursachen. Wenn das Opfer bereits schwer verletzt ist, wird er durch die Axt hingerichtet. Okay. Diese Rune erhöht die Reflexe des Anwenders und erlaubt ihm, die Welt wahrzunehmen, als würde die Zeit langsamer verstreichen. Oh. Wie Jedi-Schnelligkeit. Oh, hübsches Äxtchen. Tja, und da wären wir wieder beim Thema. Jede Höhle lohnt sich. In jeder findet man was Geiles. Es wundert mich nur gerade. Und irgendwie ist es auch unangenehm, dass es so ist, dass hier keine Gegner sind. Da vorne sind wieder Warane. Okay, immerhin. Ist natürlich auch praktisch, dass ich den Gegner kurz lähme mit dem Blitz, ne? Damit... Ah, ich stacke! Boah!
Ich bin gerade dem Gegner drin gestuckt. Weil ich damit ausgleiche, dass ich eigentlich kein Nahkämpfer bin und mir ein zusätzliches Fenster zum Angreifen schaffe. Puh. Mit wie viel Leben habe ich da gerade überlebt? Zwei? Drei? Ich gerade nur auf Heil dran kommen. Sonst wäre ich vielleicht sogar tot. Nichts drauf. Ah, da komme ich wieder zurück. Sehe ich das richtig? Mal gucken. Oder komme ich da an den anderen Höhlenkomplex? Schaut nämlich irgendwie gerade da noch aus. Also die Waffe ist jetzt gerade tatsächlich zum rechten Zeitpunkt gekommen, jetzt wo ich keine Pfeile mehr habe. Oder ich habe ja noch welche, aber die möchte ich mir jetzt aufsparen, falls ich einen Gegner habe, den ich im Nahkampf nicht schaffe. Hier ist natürlich wieder mal nichts drunter, gell? Frech. An den offensichtlichen Stellen ist nie irgendwas. Also an den offensichtlichen Stellen für ein Versteck. Ist es dann noch ein Versteck, wenn es offensichtlich ist? Ihr wisst, was ich meine. Schade, bringt nichts. Snapper! Entlaufender Snapper. Oh, okay. Aua! Ihr macht echt viel Schaden, wenn ihr trefft. So, ich nutze ihn mal als Deckung. Okay, da hinten kommt eh zu gar nichts mehr. So heftig geslowt ist der. Du jetzt irgendwas? Reicht's dann eines Snappers? Nee. Tja, ich hoffe mal, den hätte ich nicht irgendwie zähmen müssen oder zurückbringen müssen, weil jetzt ist er tot. Ich dachte, das sind die zwei Goblins, die ich gemeint habe zu sehen. Da lang, ne? Ja. Könnte wenigstens ein Erzvorkommen drin sein. Das wäre schön. Ah, eine Truhe. Da ist doch jetzt bestimmt das andere Teil für die Armbrust drin, oder? Was mir ohne Erz zwar nichts bringt, aber dann habe ich's. Nein. Aber nochmal den Ring mit 48.000 Magiekraft.
Eine Einhandwaffe wäre damit nicht schlecht. Desto mehr Schläge, desto höher die Chance. Oder desto schneller die Schläge. Nicht desto mehr, das macht keinen Sinn. Desto schneller die Schläge, desto höher die Chance, dass ich ihn in dieses Blitzdings reinbringe. Ich probiere jetzt mal was. C. Alchemie. Ah, ich habe keine Violen. Sonst hätte ich den jetzt mal hergestellt, einfach nur um zu testen, wie viel schneller ich denn damit bin. Naja. Stuoker Schmortopf. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. In der nächsten Folge schaffen wir es endlich mal nach Tushu selber, also zu diesem Baum in der Mitte. Ich denke mal, das ist Tushu. In diesem Sinne, bis dahin.